hat stets das letzte Wort. Hoppelt keck von Ort zu Ort. Frech wie Oscar lacht er froh. Und ein jeder liebt ihn so. Er mag Möhren und Salat. Ruft Igitt nur bei Spinat. Fragt man ihn, wie er wohl heißt. Ja, dann lacht er frechtags dreist. Ich bin der pfiffige Hase, der aus dem Hasenwitz. Stecke in alles die Nase und verschwinde dann fix. Hat du aber Möhren in dein Garten und du gar nicht lang auf mich warten. Ich komm 1, 2, 3 morgen schon vorbei. Er frisst und er redet Kohl, hat den Schalk im Nacken wohl. Heiße Sprüche hat er drauf, jeder schnappt sie gerne auf. Immer macht er Firlefanz, wackelt dabei mit dem Schwanz. Seine Witze sind bekannt, überall in Stadt und Land. Ich bin der pfiffige Hase, der aus dem Hasenwitz. Stecke in alles die Nase und verschwinde dann fix. Witze bringen Leute zum Lachen und zu Hasenwitze bloß machen. Und sie 2, 3, 4 lachen gleich mit dir. Guten Tag, meine lieben großen und kleinen Hasenfreunde, Hasenfüße und Angsthasen. Hier spricht der rasende Hasenreporter Hans Kohldampf. Ich stehe hier mit meinem Mikrofon in der Langohrgasse in Hasenhausen und sicher wollen Sie wissen, wieso, weshalb und warum ich hier stehe. Ja, ich stehe hier, weil ich sozusagen auf Hasenjagd bin. Genauer gesagt, ich jage mit meinem Mikrofon nur einen einzigen, nämlich den Hasen. Sicher wissen Sie alle, meine lieben Zuhörer, welchen Hasen ich suche. Es ist jenes schlitzohrige Langohr, das seit Wochen und Monaten kreuz und quer durch unser Land hoppelt und eine deutliche Spur hinter sich lässt, nämlich eine Witzspur. Jeder kennt die berühmten Hasenwitze, hat bereits einen oder mehr davon gehört. Wer aber ist ihm schon einmal persönlich begegnet, diesem witzigen Hasen mit der frechen Schnauze? Nun, genau das soll heute unsere Absicht sein. Wir wollen den Hasen persönlich treffen und deshalb stehe ich hier, wie gesagt, in der Langohrgasse in Hasenhausen. Und neben mir steht auch schon mein erster Interviewpartner, der Herr Apotheker Max Mörser. Schönen guten Tag, Herr Mörser. Ja, guten Tag auch. Herr Mörser, durch Sie ist der erste Hasenwitz in Deutschland überhaupt bekannt geworden, und zwar die berühmte Sache mit den Möhren, auch Mohrrüben, Karotten oder Wurzeln genannt. Ob Sie diese Geschichte unseren Zuhörern wohl zunächst einmal erzählen können? Ungern, nur sehr ungern. Aber es passierte so, der Hase kommt in die Apotheke und fragt den Apotheker, hat du Möhren? Nein, sagt der Apotheker. Dies ist eine Apotheke und da gibt es keine Möhren. Der Hase geht, kommt aber am nächsten Tag wieder und erkundigt sich erneut. Hat du Möhren? Nein, antwortet der Apotheker geduldig. Ich habe keine Möhren. Versuch es doch mal im Gemüseladen gegenüber. Der Hase hoppelt davon, erscheint aber auch am folgenden Tage und am Tage darauf und fragt den Apotheker jedes Mal. Hat du Möhren? Dem Apotheker wird es allmählich zu dumm. Er klebt ein großes Schild an sein Schaufenster, auf das er geschrieben hat, Möhren heute ausverkauft. Der Hase kommt, liest das Schild und spricht vorwurfsvoll zum Apotheker, hat du doch Möhren gehabt. Da wird der Apotheker verständlicherweise ziemlich sauer. Er holt aus und haut dem Hasen eine kräftige Ohrfeige, sodass diesen die beiden markanten Knabberzähne herausfallen. Der Hase guckt leicht verdutzt auf seine beiden Zähne am Boden und hoppelt davon. Am nächsten Tag kommt er wieder in die Apotheke und fragt, hat du mir einen Saft? Ja, das war also der erste Witz vom Hasen.
Herr Apotheker Mörser, wir sind hier auf der Suche nach dem Hasen, da wir ihn gern persönlich interviewen und dabei fragen möchten, warum er zurzeit unaufhörlich die Leute neckt. Können Sie uns eventuell einen heißen Tipp geben, der uns auf die Spur des Hasen führt? Tja, da möchte ich Sie mal an einen Kollegen verweisen, den Apotheker Mull. Der hat eine Apotheke in der Hasenheide, müssen Sie wissen. So, und dort ist der Hase auch aufgetaucht? Genau so ist es. Und das war ja noch viel, viel witziger als bei mir. Am besten, ich erzähle es Ihnen gleich selbst. Dann ersparen Sie sich den Weg. Also wissen Sie, zu Apotheker Mull, da kam der Hase um Mitternacht. Es ist Mitternacht, da klingelt es ganz heftig an der Tür der Apotheke. Aus tiefstem Schlaf kommt der Apotheker in Nachthemd an die Tür, macht die Klappe auf und sieht, richtig, den Hasen. Der fragt den Apotheker, hat du Salmis? Natürlich habe ich Salmis, sagt der Apotheker. Aber musst du mich deswegen um Mitternacht aus dem Bett klingeln? Kannst du dir deine Salmis nicht morgen früh holen? Hat du recht, ruft der Hase und hoppelt von dann. 24 Stunden später, also wieder um Mitternacht, da klingelt es wieder Sturm an der Apothekentür. Müde kommt der Apotheker aus dem Bett, macht die Klappe auf, sieht den kleinen Hasen und fragt gähnend, hey, willst du schon wieder Salmis haben? Der Hase schüttelt den Kopf und fragt, hast du Schlaftabletten? Ja, brummt der Apotheker, natürlich habe ich Schlaftabletten. Darauf der Hase, Mut du schlucken. Sehr witzig. Nun, damit haben wir den frechen Hasen zwar entdeckt, aber wir haben ihn noch immer nicht gefunden. Ich gehe darum jetzt mit meinem Mikrofon zum Rathausplatz von Hasenhausen, denn vielleicht weiß dort einer von den Passanten mehr über den Hasen. Ich rufe darum das Studio. Hallo Studio. Ja, hier ist das aktuelle Langohrstudio von Radio Kohlfunk. Hier spricht Reporter Hans Kohldampf aus den Gassen von Hasenhausen. Ich mache mich jetzt auf die Socken zum Rathausplatz. Könnt ihr vielleicht inzwischen den Hörern noch einen neuen Hasenwitz erzählen? Na klar, machen wir. Ich gebe dazu das Wort wieder an Professor Haselhuhn, den bekannten Hasenwitz-Experten. Bitte, Herr Professor. Der Hase kommt in eine Konditorei und erkundigt sich, hat du Schokoladencremetorte mit Spinat? Nein, sagt der Konditor, sowas habe ich nicht. Am nächsten Tag kommt der Hase wieder und erkundigt sich erneut. Hat du Schokoladencremetorte mit Spinat? Der Konditor bedauert, der Hase geht, kommt aber schon am Tag darauf wieder und fragt, hat du Schokoladencremetorte mit Spinat? Und abermals schüttelt der Konditor bedauernd den Kopf. Aber der Hase lässt nicht locker. Er kommt am nächsten und am übernächsten und auch am Tage darauf und fragt jedes Mal nach Schokoladencremetorte mit Spinat. Nach 12 Tagen wird es dem Konditor zu dumm. Also backt er eine Schokoladencremetorte und garniert dies mit Spinat. Dann, am 13. Tage, kommt der Hase auch wieder und fragt, hat du Schokoladencremetorte mit Spinat? Ja, sagt der Konditormeister stolz, hier habe ich eine wunderschöne Schokoladencremetorte mit Spinat gebacken. Da ruft der Hase, ikitikit. Sehr lustig, Schokoladencremetorte mit Spinat. Nun stehe ich hier mit meinem Mikrofon mitten auf dem Rathausplatz in Hasenhausen und um mich herum hat sich ein Kreis von Menschen gebildet. Bitte mal etwas weniger lautstark da hinten, sonst können unsere Hörer ja kein Wort verstehen. Ja, und nun werde ich mich einmal bei den Bürgern von Hasenhausen erkundigen, ob sie vielleicht etwas vom Hasen gehört oder gesehen haben. Vielleicht die Dame dort im Kaninchenfellmantel. Ja, Sie meine ich, gnädige Frau. Kennen Sie den Hasen? Also gehört habe ich schon von ihm. Aber gesehen, keine Spur. So. Und was haben Sie denn gehört vom Hasen? Bitte erzählen Sie das doch gleich einmal unseren Hörern. Also, der Hase kommt in die Schlachterei und fragt den Metzger, hat du Eisbein? Ja, sagt der Metzger, ich habe Eisbein. Darauf der Hase, Mut du warme Socken anziehen. Ja, und am nächsten Tag kommt der Hase wieder in die Schlachterei.
Diesmal fragt er eine Verkäuferin. Hat du fetten Speck? Ja, sagt die Verkäuferin. Meint der Hase, muss du Diät machen? Köstlich, wirklich köstlich. Und Sie, mein Herr, können Sie uns auch einen Witz vom Hasen erzählen? Der Hase kommt in eine Tierhandlung und fragt, hat du Kätzchen? Ja, sagt der Tierhändler, Kätzchen hab ich, sagt der Hase. Muss du in Wasser stellen. Moment, geht doch noch weiter. Also, da fragt der Hase den Tierhändler, hat du Kater? Ja, sagt der Tierhändler, muss du sauren Rollmops essen. Ja, und hier haben wir noch einen jungen Mann. Wie heißt du denn? Peter Blume und ich bin 10 Jahre alt. Sehr schön. Und kannst du unseren Hörern auch eine Geschichte vom Hasen erzählen, Peter? Klar kann ich das. Der Hase fragt den kleinen Fritz, hat du Trauer? Nee, sagt Fritzchen, hab ich nicht. Da sagt der Hase, dann musst du mal Fingernägel sauer machen. Das ist ja eine Geschichte aus dem Leben gegriffen. Kennst du noch einen Hasenwitz, Peter? Ja, der Hase kommt in die Schule. Der Lehrer hat den Kindern gerade bewiesen, dass die Erde rund ist. Nun fragt er, wenn ich hier auf dem Schulhof ein Loch grabe, wo komme ich dann auf der anderen Seite der Erdkugel raus? Ruft der Hase. Aus deinem Loch natürlich. Da fällt mir auch ein Hasenwitz aus der Schule ein. Der geht so. Der Lehrer sagt, ich habe hier 5 Eier. Wie viel habe ich, wenn ich noch 2 dazulege? Ruft der Hase begeistert. Kann du wirklich Eier legen? So. Und nun vielleicht noch die Dame hier zu meiner Rechten. Kennen Sie auch einen Hasenwitz, gnädige Frau? Ja. Was machen die Hasen in Ostfriesland? Keine Ahnung. Was machen denn die Hasen in Ostfriesland? Kaffeebohnen. Oh. Ich sehe gerade, Sie haben Möhren in Ihrem Einkaufskorb. Wollen Sie damit vielleicht den Hasen herbeilocken? Nein, das heißt eigentlich ja. Wissen Sie, mein Name ist Hase und mein Mann knabbert so gern Möhren. Ach so, ja, das ist natürlich verständlich. Entschuldigen Sie bitte, Frau Hase, dass ich so neugierig gefragt habe, aber wir sind hier augenblicklich auf der Suche nach dem Hasen aus den Hasenwitzen. Kennen Sie zum Beispiel den? Der Hase kommt in ein Schallplattengeschäft und fragt die Verkäuferin, hat du Platten? Die Verkäuferin nickt mit dem Kopf, sagt der Hase. Mut du aufpumpen. Meine lieben Hörer, ich merke zwar, dass alle Damen und Herren hier auf dem Rathausplatz von Hasenhausen den gesuchten Hasen kennen, aber bislang gibt es noch immer keine Anhaltspunkte, wo wir den vorwitzigen Meister Lampe antreffen können. Ich schlage deshalb vor, dass ich jetzt gleich mit meinem Mikrofon in das Rathaus von Hasenhausen hineingehe. Vielleicht kann mir ja der Bürgermeister weiterhelfen. Ich gebe also zurück ins Funkstudio. Hallo Studio. Ja, und hier ist wieder das Langohrstudio im aktuellen Kurlfunk. Und wir geben das Wort gleich weiter an Herrn Professor Haselhund. Also, bin ich schon auf Sendung? Hallo? Ach so, ja. Also, im Varieté-Theater tritt ein Stimmenimitator auf. Er kann bellen wie ein Hund, grunzen wie ein Schwein, miauen wie eine Katze und zwitschern wie ein Vogel. Kurzum, der Mann kann jede Tierstimme nachahmen. Nach dem großen Applaus verbeugt sich der Mann vor dem Publikum und sagt von sich überzeugt, wenn mir jemand ein Tier nennen kann, dessen Stimme ich nicht nachahmen kann, dann zahle ich demjenigen 100 Mark. Da ruft der kleine Hase aus der letzten Reihe, mach mal Ölsardine. Der Hase sitzt im Restaurant und liest die Speisekarte. Unter den Tagesgerichten findet er Hasenbraten. Da ruft der Hase den Ober. Der Ober muss sofort den Koch aus der Küche holen. Und als dieser an den Tisch des Hasen kommt, da ruft der Hase empört. Bitte, du Mörder! Der Hase ruft beim Schlachter an und fragt diesen am Telefon. Hat du Kalbshaxe? Ja, sagt der Schlachter. Hab ich. Hat du Ochsenbrust? Ja, sagt der Schlachter. Hab ich. Hat du Kalbsschulter? Ja, sagt der Schlachter. Hab ich. Hat du auch Schweinsnacken? Ja, sagt der Schlachter. Hab ich auch.
Hat du auch Ochsenschwanz? Ja, sagt der Schlachter, hab ich auch. Hat du auch Kalbskopf? Ja, sagt der Schlachter, hab ich. Da jubelt der Hase los. Muss du komisch aussehen. Tja, das waren wieder ein paar echte Hasenwitze von Professor Haselhuhn, dem bekannten Hasenwitze-Experten. Tja, der Schlachter muss aber wirklich komisch aussehen. Aber jetzt wollen wir hören, was unser rasender Hasenreporter Hans Kohldampf dort aus Hasenhausen Neues zu berichten hat. Hallo, Hans Kohldampf, wie schaut's denn aus bei Ihnen? Haben Sie den Hasen endlich gefunden? Ja, hier spricht wieder Reporter Hans Kohldampf und ich stehe hier mit meinem Mikrofon in der altehrwürdigen Eingangshalle des Rathauses von Hasenhausen. Und hier sehe ich auch die Gedenktafel des Studenten Viktor Hase, der bereits vor über 100 Jahren die berühmte Redensart prägte: Mein Name ist Hase, ich weiß von nichts. Wir aber wollen mehr wissen über den Hasen und deshalb steht neben mir der Pförtner des Rathauses. Herr, wie war doch gleich Ihr Name, Herr Pförtner? Seehase, bitteschön. Max Seehase. Also, Herr Schneehase, Herr Seehase, als Pförtner hier im Rathaus von Hasenhausen, da wissen Sie doch bestimmt, wie der Hase läuft, nicht wahr? Und darum möchte ich Sie gleich ganz unverblümt fragen, haben Sie gesehen, wohin der Hase gelaufen ist? Soll das etwa ein Witz sein? Nein, nein, Herr Kleehase, Verzeihung, Herr Seehase. Witze vom Hasen haben wir schon viele gefunden. Für unser aktuelles Interview im Kohlfunk wollen wir aber mit der Witzfigur direkt sprechen und deshalb sind wir zu Ihnen gekommen. Wissen Sie, wo wir den Hasen finden können? Tja, hier war er nicht. Aber kennen Sie den? Der Hase kommt in die Drogerie und fragt die Verkäuferin: Hat du Deo-Spray? Ja, sagt die Verkäuferin. Drauf der Hase. Mutu benutzen. Ja, großartig. Ich höre und sehe, Sie kennen den Hasen. Bitte sagen Sie mir doch auch noch, wo ich den Hasen finden kann. Da habe ich keinen blassen Schimmer. Aber wo Sie schon gerade mal da sind mit Ihrem Mikroskop... Mikrofon nennt man so etwas. Das ist ja nun auch egal. Also, da kann ich Ihnen auch noch die folgende Geschichte erzählen, die ich von meinem Schwager Erwin gehört habe. Und der hat sie von der Rosi, seiner Nichte, die das wiederum von ihrer Nachbarin, der Frau Pachulke, gehört. Der Hase kommt in eine Papierwarenhandlung und fragt die Verkäuferin: Hat du Feuer? Nein, sagt die Verkäuferin, dies ist eine Papierwarenhandlung und Feuer haben wir nicht. Um es kurz zu berichten, am darauf folgenden Tag brennt es in der Papierwarenhandlung. Die Flammen schlagen hoch aus dem Dach und die Verkäuferin steht fassungslos vor dem Haus. Da plötzlich steht der Hase neben ihr und sagt vorwurfsvoll zur Verkäuferin: Hat du also doch Feuer? Nun, das Feuer in der Papierwarenhandlung wird immer größer und da kommt auch schon der Geschäftsführer herbeigestürzt und ruft, obwohl das schon jeder selber sehen kann: Feuer, Feuer! Da ruft der kleine Hase ihm zu: Muss du Löschpapier nehmen? Und hier schaltet sich wieder Reporter Kohldampf ein. Der Herr Pförtner Schneehase war inzwischen so freundlich, mir zu erklären, wo ich hier im Rathaus zum Bürgermeister von Hasenhausen komme. Und nun stehe ich auch schon mit meinem Mikrofon vor dem Amtszimmer des Herrn Bürgermeisters und werde gleich eintreten. Herein. Aha, die Sekretärin im Vorzimmer vom Amtszimmer des Bürgermeisters. Schönen guten Tag. Guten Tag. Sie wünschen bitte? Gestatten, mein Name ist Reporter Kohldampf von Radio Kohlfunk. Dieses ist eine Live-Sendung aus unserem aktuellen Langohr-Studio. Und hier ist auch schon meine erste Frage an Sie. Haben Sie etwas Neues vom Hasen gehört? Ich meine, vom Hasen aus dem Hasenwitz. Ja, natürlich. Der Hase kommt in den Supermarkt und fragt an der Kasse: Hat du Zitronenbrause? Ja, sagt die Dame an der Kasse. Da musst du Mund aufmachen beim Duschen.
Köstlich, wirklich köstlich. Mal was anderes. Wissen Sie, warum der Hase den Jäger nicht mag? Vielleicht, weil der immer mit Gewehr kommt. Genau. Und warum hört der Hase so gern die Lottozahlen im Rundfunk? Keine Ahnung. Na logisch, weil die immer ohne Gewehr kommen. Sehr, sehr komisch, den muss ich mir merken. Ich merke schon, Fräulein, Sie kennen den Hasen sehr gut. Können Sie unseren Hörern doch am Plattenspieler vielleicht noch einen Hasenwitz erzählen? Ja, warum nicht? Also, der Hase kommt in einen Fotoladen und erkundigt sich, kannst du Foto auf Originalgröße machen? Klar, antwortet der Fotograf stolz. Ich kann jedes Bild in Lebensgröße vergrößern. Da legt der Hase ein Bildchen auf den Ladentisch und bestellt, hier, mach mal einen Mount Everest. Meine lieben Hörer daheim am Plattenspieler, Sie werden mit mir gemeinsam feststellen, dass wir hier im Sekretariat des Bürgermeisters von Hasenhausen genau auf der richtigen Hasenfährte sind. Er hat stets das letzte Wort, hoppelt keck von Ort zu Ort. Frech wie Oskar lacht er froh und ein jeder liebt ihn so. Er mag Möhren und Salat, ruft ihn geht nur bei Spinat. Fragt man ihn, wie er wohl heißt, ja, dann lacht er frechtags dreist. Ich bin der pfiffige Hase, der aus dem Hasen mit stecke in alles die Nase und verschwinde dann fix. Wie du Hasenwitze erhaschen, musst du einfach Ohren mal waschen. Und dann 8, 9, 10 wirst du ihn schon sehen. Ich bin der pfiffige Hase, der aus dem Hasenwitz stecke in alles die Nase und verschwinde dann fix. Hast du aber Möhren in dein Garten, musst du gar nicht lang auf mich warten. Ich komm 1, 2, 3 morgen schon vorbei. Sagen Sie, Fräulein, wie war doch überhaupt Ihr Name? Ich heiße Helga Hoppel und ich bin hier in Hasenhausen geboren. Ach so? Na, das sagt ja alles. Sagen Sie, Fräulein Hoppel, ich möchte eigentlich den Herrn Bürgermeister sprechen. Kennen Sie den schon? Den Herrn Bürgermeister? Nein, ich meine den Witz vom Hasen, der in einem Gemüseladen kommt. Nein, den kenne ich noch nicht. Aber wenn Sie noch einmal so freundlich wären und unseren Hörern... Aber selbstredend werde ich das. Also, der Hase kommt in den Gemüseladen und erkundigt sich bei der Gemüsefrau, hat du Fliegenpilze? Nein, sagt die Gemüsefrau. Ich habe nur Steinpilze, Champignons und Pfifferlinge. Der Hase geht, kommt aber am nächsten Tag wieder und erkundigt sich. Hat du Fliegenpilze? Nein, sagt die Gemüsefrau bedauernd. Heute habe ich nur Butterpilze, Birkenpilze und gemischte Pilze in Dosen. Der Hase bedankt sich, hoppelt davon und steht am darauffolgenden Tag wieder im Laden und fragt. Hat du Fliegenpilze? Wieder sind keine Fliegenpilze da. Und nachdem der Hase danach noch 4-mal vergeblich gekommen und nach Fliegenpilzen gefragt hatte, da stand er auch am 8. Tage im Laden und fragte, hat du Fliegenpilze? Da endlich sagte die Gemüsefrau, ja, mein kleiner Hase, hier habe ich extra für dich aus dem Wald einen wunderschönen roten Fliegenpilz mit weißen Punkten geholt. Da ruft der Hase ganz aufgeregt, Mutu, wegschmeißen! Natürlich, wegschmeißen weiß doch jeder, dass ein Fliegenpilz zwar ein Glückspilz ist, aber nicht beim Essen. Sagen Sie mal, Frau Hoppel, wäre es vielleicht jetzt möglich, mit dem Herrn Bürgermeister zu sprechen? Nun müssen Sie noch ein bisschen Geduld haben. Der Herr Bürgermeister telefoniert gerade mit seinem Amtskollegen von Igelheim. Wissen Sie, es geht da immer noch um die berühmte Geschichte vom Hasen und dem Igel, wo der Igel angeblich beim Wettlauf den Hasen reingelegt hat. Aber wie wir ja jetzt alle erkennen, ist der Hase ein viel zu cleverer Bursche, als dass er sich ausgerechnet vom Igel derart übers Ohr hauen lässt. Na, und unser Herr Bürgermeister verlangt nun vom Bürgermeister von Igelheim, dass sofort eine Gegendarstellung in den amtlichen Märchenbüchern abgedruckt wird. Ja, und wie wird es dort dargestellt? Psst, ganz vertraulich.
Der Hase ist damals gar nicht gegen den Igel zum Wettlauf angetreten. Ja, aber wer war es denn? Es war ja mal bloß ein Karnickel. Ach so. Und dieses Karnickel hat dann alle Welt mit dem Hasen verwechselt. Das ist ja höchst interessant, liebes Fräulein Hoppel. Wirklich höchst interessant. Können Sie uns noch weitere Einzelheiten hierzu berichten? Nee, mehr weiß ich auch nicht. Aber wollen Sie nicht noch einen Hasenwitz hören? Na dann mal los. Der Hase kommt in ein Textilfachgeschäft und fragt die Verkäuferin, hat du fliederfarbenes Oberhemd? Nein, bedauert die Verkäuferin. Wir führen nur weiße Oberhemden. Der Hase schüttelt die Ohren und sagt bestimmt, hat du doch fliederfarbenes Oberhemd? Nein, antwortet die Verkäuferin, absolut sicher, wir haben zurzeit nur weiße Oberhemden. Da tippt sich der Hase an die Stirn und sagt, kennst du keinen weißen Flieder? Sehr gut, richtig. Demnach habe ich ja heute auch ein fliederfarbenes Oberhemd an. Tja, und hier schaltet sich wieder das Langohrstudio ein, meine Damen und Herren. Während unser Reporter auf den Bürgermeister wartet, geben wir das Wort nun wieder an Professor Haselhuhn. Bitte, Herr Professor. Vielen Dank für das Wort. Hier ist nun eine weitere Geschichte vom Hasen. Vor dem Fuchsbau sitzt das kleine Füchslein. Da kommt der Hase des Weges daher und erkundigt sich beim Füchslein. Ist dein Vater da? Nee, sagt das Füchslein, mein Vater ist weggegangen. So, sagt der Hase, und ist deine Mutter da? Nee, antwortet das Füchslein, auch meine Mutter ist weggegangen. Aha, sagt der Hase, dann bist du also heute ganz allein zu Hause. Ja, sagt das Füchslein, heute bin ich ganz allein zu Hause. Da holt der Hase mit seiner rechten Pfote weit aus und ruft fröhlich, na prima, dann kann ich dich ja heute endlich mal eins auf die Schnauze hauen. Der Hase sitzt im Restaurant und ruft den Ober und fragt, hat du Löffel? Ja, sagt der Ober. Jubelt der Hase, dann bitt du mein Bruder. Der Hase kommt in einen Blumenladen und fragt die Blumenbinderin, hat du Blume? Natürlich, sagt die Blumenbinderin. Darauf der Hase, fein, dann bitt du mein Schwester. Der Hase kommt in ein Schuhgeschäft und fragt den Verkäufer, hat du ein paar linke Schuhe? Nein, sagt der Verkäufer, wir haben immer nur einen linken und einen rechten Schuh im Paar. Der Hase fragt, kannst du ein paar linke Schuhe besorgen? Ja, warum nicht, meint der Verkäufer, komm bitte in einer Woche wieder. Der Hase kommt nach einer Woche und fragt, hat du ein paar linke Schuhe? Jawohl, sagt der Verkäufer, gerade habe ich ein paar linke Schuhe aus der Fabrik bekommen. Der Hase guckt in den Schuhkarton und spricht, oh, schwarze, hat du keine braune? Der Verkäufer antwortet, gut, ich werde sie umtauschen lassen von der Schuhfabrik, komm mal in einer Woche wieder. Der Hase kommt nach einer Woche und fragt, hat du ein paar linke Schuhe? Ja, sagt der Verkäufer, bitteschön, hier ist ein paar linke, braune Schuhe. Der Hase beguckt die beiden linken Schuhe und ruft dann aus, Mann, muss der Rechte aber drücken. Hallo Studio. Hier meldet sich wieder der rasende Reporter Kohldampf auf aktueller Hasenwelle. Endlich ist es mir nun gelungen, den verehrten Herrn Bürgermeister von Hasenhausen vor mein Mikrofon zu bekommen. Herr Bürgermeister, ich habe Ihnen bereits erzählt, dass wir den Hasen aus dem Hasenwitz suchen. Können Sie uns da weiterhelfen? Ja, Herr Kohldampf, das ist so eine Sache mit Haken. Wir haben zwar hier in Hasenhausen, wie der Ortsname schon sagt, viele Hasen. Aber ob der Hase, den Sie suchen, darunter ist, das vermag sogar ich als Bürgermeister nicht zu sagen. Aber es wäre ja wohl sehr logisch, dass wir den Hasen hier in Hasenhausen treffen können, oder? Wissen Sie, mit der Logik ist das gerade beim Hasen so eine Sache. Als alter Rundfunkhase wissen Sie ja wohl, was Hasenlogik ist, nicht wahr? Ja, natürlich. Aber wenn Sie das bitte vielleicht auch unseren Hörern verständlich machen würden, vielleicht an einem Beispiel oder sogar an einem Hasenwitz. Das will ich gern tun, damit Sie selber erkennen, wo der Hase in des Witzes Pfeffer liegt. Also, der Hase besucht
ein Klavierkonzert und fragt den Pianisten, hat du Flügel? Ja, natürlich, sagt der Pianist. Da meint der Hase, dann kann du ja fliegen. Der Hase fragt denselben Pianisten, kann du Harfe spielen? Nein, sagt der Pianist, das kann ich nicht. Komisch, sagt der Hase, hat du Flügel, bitt du Engel. Bitt du Engel, kann du Harfe spielen. Hör mal, sagt der Pianist, ich habe nur einen einzigen braunen Flügel, ohne Federn. Darauf meint der Hase logisch folgernd, dann bitt du ja halbes Grillhähnchen. Sehen Sie, das ist Hasenlogik. Da fehlt ja nur noch, dass der Pianist daraufhin auf Gastspielreise durch den Wiener Wald ging. Aber da fällt mir gerade die Geschichte ein von dem Geiger. Also, der Geiger kommt mit seinem Geigenkasten aus dem Hauptbahnhof, guckt sich hilfesuchend um und fragt dann den Hasen, wie komme ich zum Auftritt in die Konzerthalle? Da meint der Hase, Mutu üben, üben, üben. Recht hat er, der kleine Hase. Genau so auch in der folgenden Story. Der Hase kommt auf das Postamt und fragt das Schalterfräulein, hat du Freibier? Das Schalterfräulein schüttelt den Kopf und sagt, nein, sowas gibt's hier nicht auf der Post. Hat du Freikarten, will der Hase wissen. Nein, antwortet ihm das Schalterfräulein. Ich habe nur Postkarten und die gibt's nicht frei. Die muss man bezahlen. Der Hase lässt nicht locker. Hat du Freilose? Das Schalterfräulein wird ärgerlich und ruft Nein, nein und abermals nein. Bei der Post muss man für alles bezahlen. Hier gibt's überhaupt nichts frei. Darauf der Hase. Hat du doch aber Freimarken? Das Schalterfräulein ist natürlich verdutzt, fasst sich dann aber wieder und sagt, auch für Freimarken muss man bei der Post bezahlen. Gut, gut, sagt der Hase beruhigend. Dann gib mal Freizeichen. Eine drollige Geschichte. Wirklich, ist die etwa hier auf dem Postamt in Hasenhausen passiert? Nein, diese gerade nicht. Wohl aber die folgende Geschichte, die der Professor Haselhuhn in seinem großen Hasenbuch der Witze veröffentlicht hat. Und die geht so. Der Hase kommt in eine Buchhandlung und fragt, hat du kalten Kaffee? Nein, sagt der Buchhändler, das habe ich nicht. Am nächsten Tag kommt der Hase wieder und fragt, hat du kalten Kaffee? Nein, sagt der Buchhändler, das habe ich nicht. Am dritten Tag kommt der Hase und fragt, hat du kalten Kaffee? Auch diesmal hat der Buchhändler keinen kalten Kaffee. Auch nicht, als der Hase von nun an täglich kommt und danach fragt. Der Frau des Buchhändlers aber tut der kleine Hase mittlerweile leid. Sie kocht Kaffee, stellt ihn in den Kühlschrank, damit er richtig schön kalt wird. Und als der Hase dann erneut kommt und fragt, hat du kalten Kaffee? Da kann der Buchhändler endlich sagen, ja, hier hast du eine große Kanne kalten Kaffee. Fragt der Hase, kann du den heiß machen? Apropos Kaffee, darf ich Ihnen eine Tasse aufgewärmten anbieten, Herr Kohldampf? Vielen Dank, nein. Wenn Sie mir und unseren Hörern etwas anbieten wollen, vielleicht noch einen letzten Hasenwitz. Aber sehr gern doch. Hier ein ganz kurzer. Der Hase kommt zum Bauern aufs Land und fragt, hat du große Kartoffeln? Ja, sagt der Bauer stolz. Ich habe die größten Kartoffeln weit und breit, sagt der Hase. Mut du aber dumm sein. Der Bauer muss aber dumm geguckt haben. Da fällt mir gerade auch noch eine Geschichte ein, die, wie der Hase zum Bauern kommt und fragt, hat du Korn? Jawohl, sagt der Bauer, habe ich. Darauf der Hase, mut du kippen. Ja, Herr Bürgermeister, an dieser Stelle bedanke ich mich recht herzlich für dieses Gespräch und gebe noch einmal zurück ins Studio. Hallo, Langohr-Studio. Wie lange haben wir überhaupt noch Sendezeit? Ja, hier ist wieder das Langohr-Studio. Tja, unsere Sendezeit ist bald um, denn wie man sehen kann, hat sich die zweite Seite der Hasenwitzplatte bald ausgedreht.
Es wird jetzt höchste Zeit, lieber Hans Kohldampf, dass Sie endlich den Hasen finden. Ja, liebe Kollegen im Studio, ich bin hier mit meinem Jägerlatein fast am Ende. Um den Hasen zu finden, werde ich nun den letzten Weg gehen, nämlich zum Fundbüro. Diesen heißen Tipp gab mir noch der Herr Bürgermeister von Hasenhausen. Vielleicht könnt ihr die Hörer inzwischen noch mit einem Hasenwitz unterhalten, bis ich mich dann wieder aus dem Fundbüro melde. Okay, geht klar, Junge, aber nimm die Beine in die Hand und viel Glück. Wir geben hier im Studio wieder weiter an Professor Haselhuhn. Ja, ich schon wieder. Der Hase kommt in ein Kaufhaus und fragt einen Verkäufer, hat du Saftpresse? Der Verkäufer zeigt dem Hasen eine Saftpresse. Der Hase bittet, mach mal Möhrensaft. Der Verkäufer steckt Möhren in die Saftpresse, drückt den Knopf und unten kommt der Möhrensaft heraus. Der Hase trinkt und bittet dann, mach mal Apfelsaft. Der Verkäufer steckt Äpfel in die Maschine. Der Apfelsaft ist fertig. Der Hase trinkt und sagt, mach mal Tomatensaft. Der Verkäufer tut ihm den Gefallen, ist aber schon etwas ungeduldig dabei und sagt zum Hasen, mit dieser Saftpresse kann man jeden Saft machen. Willst du sie nun kaufen oder nicht? Sagt der Hase, mach erst mal Hustensaft. Der bekannte Sänger Heino hat ein Gastspiel gegeben in der Festhalle von Hasenhausen. Als er seinen Gesang beendet hat, da kommt der Hase auf die Bühne gehoppelt und fragt Heino, hat du Töne? Nein, sagt Heino, ich bin jetzt fertig, mein Mikrofon ist abgeschaltet und die Musiker haben ihre Instrumente schon eingepackt. Ich habe keine Töne mehr. Da springt der Hase auf Heino los und beißt ihn ins Bein. Heino brüllt, ah! Da sagt der Hase, hat du doch Töne. Der Hase fährt auf einem Motorrad neben einem Mercedes und winkt aufgeregt. Der Mercedes-Fahrer dreht sein Fenster herunter und der Hase ruft, kennst du Honda? Nein, ruft der Mercedes-Fahrer zurück, kurbelt sein Fenster wieder hoch und gibt Gas. Ein Weilchen später fährt der Hase wieder auf seinem Motorrad neben dem Mercedes. Wieder winkt er, wieder dreht der Mercedes-Fahrer sein Fenster herunter und wieder fragt der Hase, kennst du Honda? Nein, brüllt der Mercedes-Fahrer zurück, tritt das Gaspedal seines Autos voll durch und rast mit höchster Geschwindigkeit davon. Wenig später überholt der Hase plötzlich den Mercedes und ein paar hundert Meter weiter saust er mit seinem Motorrad in den Straßengraben und überschlägt sich mehrfach. Der Mercedes-Fahrer bremst erschreckt, steigt aus seinem Wagen und läuft auf den Hasen zu, der gerade unter seinem total kaputten Motorrad hervorkriecht. »Warum hast du nicht hier auf die Bremse getreten?«, fragt der Mercedes-Fahrer und zeigt vorwurfsvoll auf die Bremse vom Motorrad. Da spricht der Hase weinerlich, »Kennst du doch Honda, weißt du, wo Bremse ist?« Liebe Hörer, hier unterbricht das Langohr-Studio mit einer aktuellen Meldung. Soeben ist unser Reporter Hans Kohldampf im Fundbüro von Hasenhausen eingetroffen. Hallo, Hans Kohldampf, bitte melden. Hallo, hören Sie mich? Tja, offensichtlich haben wir noch eine kleine technische Panne. Wir machen zunächst noch ein paar Takte Musik. Hat du aber Möhren in sein Garten? Und du gar nicht lang auf mich warten? Ich komm 1, 2, 3, morgen schon vorbei. Ja, hier bin ich wieder. Da stand wohl eben einer auf der langen Leitung. Ich befinde mich also hier im Fundbüro von Hasenhausen und um mich herum sehe ich ungezählte Regenschirme, Hüte, Fahrräder und... Hey, was ist denn dies hier? Ach so, ein Plüschhase. Mann, ich dachte schon, ich hätte den Witzhasen gefunden. Nun frage ich eine der freundlichen Damen hier im Fundbüro. Hat vielleicht jemand den Hasen gefunden und hier im Fundbüro abgegeben? Da müsste ich mal in der Tierabteilung nachfragen. Wie soll er denn aussehen, Ihr gesuchter Hase? Tja, wie eigentlich? Witzig, würde ich sagen. Und mit langen Ohren und, wie ein Hase eben so aussieht, nicht? Schauen Sie mal her, hier ist vorhin eine Angel abgegeben worden. Gehört die vielleicht Ihrem Hasen? Eine Angel? Wieso eine Angel? Und warum soll diese Angel ausgerechnet dem Hasen gehören? Na, haben Sie denn noch nicht die neueste Meldung über den Hasen gehört? Nein, leider nicht. Haben Sie denn? Jawohl.
Der Hase sitzt am Ufer des Flusses und angelt. Da kommt ein neugieriger Reporter vorbei und fragt, beißen die Fische? Sagt der Hase, wieso? Hat du Angst? Ja, das sieht unserem Hasen wieder einmal ähnlich. Aber ich will keine Zeit verlieren, denn unsere Platte hier ist bald abgelaufen. Darum eile ich gleich selber in die Tierabteilung des Fundbüros und gebe noch einmal zurück ins Langohrstudio. Und wir übergeben das Wort noch ein letztes Mal an Professor Haselhuhn. Der Hase kommt in eine Bäckerei und fragt den Bäcker, hat du Sägemehl? Nein, sagt der Bäcker, ich habe lediglich Weizenmehl und Roggenmehl. Am nächsten Tag. Der Hase kommt und fragt, hast du Sägemehl? Natürlich hat der Bäcker auch diesmal kein Sägemehl. Als der Hase jedoch die ganze Woche lang täglich kommt und nach Sägemehl fragt, da hat ihm der Bäcker aus der benachbarten Tischlerei endlich ein Pfund Sägemehl geholt. Der Hase guckt in die Tüte, nimmt diese, schüttet das ganze Sägemehl auf die Ladentheke und ruft begeistert, nun kannst du Baumkuchen backen. Der Bäcker ist im ersten Moment völlig verunsichert. Baumkuchen aus Sägemehl. Er sagt zum Hasen, das habe ich aber auf der Bäckerschule nicht gelernt. Da sagt der Hase pfiffig, musst du mal auf Baumschule gehen. Hallo Funkhaus, hallo, hallo Studio. Hier ist Kohldampf und ich habe ihn gefunden. Hier in der Tierabteilung vom Fundbüro steht er leibhaftig neben mir. Der berühmte Hase aus den Hasenwitzen. Lieber Hase, sprich mal etwas hier in mein Mikrofon, damit Millionen kleine und große Hörer mit ihren eigenen Löffeln, ich meine natürlich Ohren, hören können, dass es mir tatsächlich gelungen ist, dich zu finden. Hat du Möhren? Nein, leider habe ich keine Möhren bei mir, aber wie wäre es denn mit diesem wunderschönen, saftigen Kohlkopf, mein lieber Freund Hase? Danke. Aber ich mag keinen Kohl mehr sehen. Wie denn? Was denn? Ein Hase, der keinen Kohl mag? Du willst mich wohl verkohlen, was? Nee. Aber wo er hier auf der Schallplatte nicht nur auf einer, sondern sogar auf zwei Seiten so viel Kohl verzapft über mich, da ist mir doch der Appetit auf Kohl vergangen. Das war wohl eben der aktuellste Hasenwitz überhaupt. Nächste. Wieso? Kannst du noch einen deiner Witze für unsere Hörer machen? Sag mal, kennst du Brems Tierleben? Na klar, kenne ich Brems Tierleben. Kennst du Chimek? Du meinst den bekannten Tierprofessor Chimek. Freilich kenne ich den. Kennst du Sielmann? Den mit den Tiersendungen im Fernsehen? Natürlich kenne ich den Sielmann. Dann musst du aber wissen, dass Hasen gar nicht sprechen können. Ja, verflixt noch mal. Du kannst doch aber sprechen. Und wenn du nicht der Hase bist, ja, wer bist du denn eigentlich, hä? Ich bin.